Jo, meine Freunde, was geht ab? Chiglitching am Start, und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar habe ich heute wieder einen Solo Unlimited Money Glitch für euch am Start. Das Ganze für GTA Online, für die Version 1.44, also für die neueste. Und diesen Glitch, den gibt es schon länger. Und das ist jetzt ein Workaround, also jetzt funktioniert er wieder. Und ich denke, er funktioniert noch das ganze Wochenende. Und ihr solltet diesen Glitch auf jeden Fall durchführen, denn diesen Glitch wird es lange nicht mehr geben. Jo, alles was ihr dafür braucht, ist ein Nachtclub. Und dabei braucht ihr mindestens 3 Garagen. Also die erste geht nicht, sondern die zweite und die dritte Garage braucht ihr. Oder die dritte und die vierte. Falls ihr versteht, was ich meine. Ihr braucht 2, aber die erste geht nicht. Gut, dann braucht ihr noch mobile Kommandozentrale, aber die braucht ihr nicht unbedingt. Da gibt es auch noch eine zweite Methode. Ich werde euch beide zeigen. Und ja, dann braucht ihr natürlich noch in der einen Garage, in der B2 Garage, da braucht ihr LG Retro Customs, und in der B3 Garage, da braucht ihr einfach LG RH8, also die gratis Autos. Und jetzt, wenn ihr hier 10 Autos stehen habt wie ich, dann werdet ihr auf den einen Schlag direkt 10 Autos in der B3 Garage haben. Wenn ihr aber nur einen habt, dann stellt ihr ihn einfach hier hin und stellt in die B3 Garage ein LG RH8 hin, so dass dieser dann dort stehen wird, und dann ist er auch dupliziert. Also ist im Prinzip ein Teleport-Glitch. Aber gut, dann würde ich auch sagen, labern wir auch nicht zu lange und dumm, fangen wir direkt an. Das erste, was ihr macht, ist, ihr sagt eurem Freund, er soll einfach das Steuerkreuz, die Steuerkreuztaste nach unten gedrückt halten und dann den rechten Stick nach oben switchen. Dann ist er bei, also ich zeige euch das schnell, dann ist er in so einem schwarzen Bildschirm. Und er muss jetzt hier einfach bleiben. Und das war's auch schon für euren Freund. Mehr muss er nicht machen. Mein Freund macht das jetzt und ich gehe derweil hinaus. Und jetzt drücken wir einfach alle raus aus dem Lagerhaus. Jo. Wenn wir jetzt draußen sind, dann drehen wir einfach um und gehen direkt wieder hinein. Und jetzt gehen wir nicht in die Garage, in der wir die LG Retro Customs haben, sondern die gratis LGs, in die dritte. Und jetzt, tada Freunde, jetzt werden wir auch in dieser Garage LGs haben. Ihr seht, alles voll mit LG Retro Customs, und das ging schnell. Aber jetzt dürfen wir uns noch nicht zu früh freuen, sondern wir müssen diese Autos jetzt zuerst noch sichern. Wenn wir jetzt zu diesem blauen Kreis da oben gehen, dann werden wir sehen, dass die Autos noch als LG RH8 gelten. Wenn ich jetzt diesen hier zum Beispiel mit diesem switchen würde, dann würden sie sich wieder in normale LGs verwandeln. Aber das wollen wir ja nicht. Wir werden sie jetzt sichern. Dazu gibt es 2 Methoden. Ich zeige euch jetzt beide. Wir steigen einfach in den LG Retro Custom ein und fahren hinaus. Wenn wir draußen sind, bestellen wir einfach die mobile Kommandozentrale. Wäre gut, wenn sie leer wäre. Und wenn die mobile Kommandozentrale dann da ist, dann fahren wir einfach dahin.
und fahren einfach hinein. Bei mir ist sie jetzt ein bisschen weiter weg gespawnt als sonst, ich fahre schnell runter. Hier auch nicht. Jo, genau, hier ist sie. Wir fahren jetzt einfach nach hinten und fahren hier hinein. Drinnen angekommen, werden wir rechts unten einen orangen Kreis sehen und dann jetzt einen weißen, und das heißt, dass es sichert, also dass es speichert. Wenn das vorbei ist, dann steigen wir wieder ein. Und jetzt ist unser dupliziertes Auto auch schon gesichert. Wir fahren jetzt wieder hinaus. Und jetzt begeben wir uns einfach zurück zu unserer Garage. Jetzt fahren wir einfach wieder in diese Garage rein, wo wir ihn rausgenommen haben, das heißt Untergeschoss 3. Und wenn wir jetzt gleich aussteigen, dann gehen wir jetzt einfach mal auf diesen blauen Kreis und dann werden wir sehen, dass er jetzt zum LG Retro Custom geworden ist. Das bedeutet, dass er gesichert ist. Ihr seht hier, LG Retro Custom. Und das könnt ihr jetzt mit jedem Fahrzeug machen. Das Problem ist nur, dass euer Fahrzeug, dass eure mobile Kommandozentrale, wenn ihr in die Garage fährt, wieder verschwindet und ihr jetzt 5 Minuten warten müsstet. Deshalb gibt es noch die zweite Methode. Die geht sicher schneller, wenn man in der Nähe ist. Nämlich, ihr müsst jetzt zu eurem CEO-Büro fahren. Ich habe das Maisbank, den Maisbank-Turm. Also ist nicht so weit weg. Jetzt fahre ich einfach zum Maisbank-Turm. Oder der Cardius Center, der ist natürlich auch ganz in der Nähe. Und jetzt fahren wir einfach in die Garage. Und hier müssen jetzt natürlich Plätze frei sein. Ich habe zuvor in der ersten Garage Platz gemacht. Wir fahren jetzt hinein. Wenn wir jetzt oben angekommen sind, dann drücken wir jetzt, oder steigen wir zuerst aus. Wir steigen direkt wieder ein. Wir drücken dann die Steuerkreuz nach rechts und fahren in unsere Werkstatt. Diese braucht ihr natürlich, damit ihr diesen Teil machen könnt. Jetzt gehen wir einfach zu unseren Nummernschildern und werden dort einfach die Farbe des Nummernschildes wechseln. Jetzt einfach wieder zurück und raus wieder zur Firmengarage. Jetzt ist das Auto auch wieder abgespeichert. Wir schauen hier noch schnell. Ja, genau hier, LFG Retro Custom. Jo, jetzt gehen wir einfach wieder raus und jetzt können wir direkt wieder zu unserem Nachtclub fahren und das nächste absichern. Und wenn wir am Schluss alles abgesichert haben, dann haben wir in dieser kurzen Zeit 10 Autos dupliziert und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht wenig, will ich jetzt mal sagen. Und deshalb solltet ihr diesen Glitch auf jeden Fall auch machen. Dann würde ich sagen, Freunde, war es das mit dem Glitch. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen, wenn euch dieser Glitch geholfen hat. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalassen könnt, wenn euch meine Arbeit gefällt. Und vergesst auf jeden Fall auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich auch schon sagen, ciao, und wir sehen uns im nächsten Video.
Freunde. Tschüss.